So, hallo, wir machen weiter. Oh Gott, die Stimme klingt großartig. Ja, meine Stimme ist ein bisschen rau. Ich habe es jetzt noch ein bisschen leiser gestellt, damit es, glaube ich, ich hoffe, dass es nicht so rau dann klingt. Ja, ich bin im Stimmbruch gelandet, wie ihr hört. Nein, oh, guck mal. Oha. Oha, haben wir die? Die haben wir noch nicht, ne? Ah, da kommen wir aber auch noch nicht ran, weil da müssen wir jetzt dieses Ding aufkriegen. Ja, schade. Oder es geht irgendwie da. Nee, hä? Wo sind wir eigentlich? Ja, ich muss mir erstmal auch. Ach, wir sind hier in einem ganz neuen Gebiet, ne? Entschuldigung. Ich muss mich erstmal orientieren, wo wir sind, was wir machen, was wir wollen. Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ich habe gerade absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ah, ja, nach hier geht's einfach weiter, stabil. Ah, doch, das ist das Gebiet, wo wir genau, wo wir den Tempel haben. Ja, okay, doch, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Ja, ich muss ein paar Parts aufnehmen, sonst haben wir keine mehr. Morgen kommt schon wieder der letzte der Aufnahme. Und ich wollte ja wieder im Voraus aufnehmen, aber dann hat mich leider am Wochenende ein echt nerviger Schnupfen erwischt. Also keine Ahnung, ob Schnupfen war, aber es war halt alles Mögliche. Davon ist jetzt nur noch die Stimme belagert. Also an sich geht's wieder. Ich huste noch ab und zu, aber ansonsten geht's mir gut. Also fühlungstechnisch ist alles okay. Nur halt, ja, Entschuldigung. Also das. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, wenn ich da ab und zu mal reinhuste. Also es tut mir echt leid. Wenn es zu laut ist, macht bitte leiser. Ich habe ihn schon hier ein bisschen leiser gestellt. Ja. Okay. Hier waren wir jedenfalls noch nicht. Da laufen wir jetzt einfach mal weiter und gucken mal. Und wenn es jetzt nur ein Part ist, dann ist es erstmal nur ein Part, dann ist es immerhin noch besser als gar kein Part. Ach, wir haben ja den Doppelsprung. Entschuldigung, richtig. Oh Gott. Ja, je mehr man redet, okay, ich bin still. Ich bin jetzt erstmal still und versuche hier halt zu spielen. Na komm, ach, dann halt nicht. Und versuche hier ein bisschen zu spielen. Ja, da kommen wir leider nicht ran. Dahinter wäre die Itemkugel. Kommen wir da vielleicht irgendwie andersrum hin zu dieser Itemkugel? Die ist jetzt genau unter uns. Wait, aber hier waren wir jetzt schon. Ah, hier ist der Ding. Wo ich auch noch überhaupt nicht weiß, wie das funktionieren soll. So ein paar von den Dingern, wo man schnell sein muss, habe ich jetzt mehr oder weniger verstanden, in Anführungszeichen. Weil ich da ein paar Nachrichten in Discord gelesen habe dazu, die, ups, unter anderem Xehanort geschrieben haben. Und mich dann auch daran erinnert, dass das ja in alten Metroid-Spielen auch so war, dass man, wenn man über eine Schräge gelaufen ist, dass man so diese Aufladung behalten konnte. Das werden wir also wir werden schon ein paar von diesen Dingern versuchen zu bekommen, aber ob ich wirklich 100% mache, das lasse ich mal noch offen. So, aber jetzt war das hier hochlaufen eigentlich Schwachsinn, ne? Da komme ich ja nur hier wieder raus, wo ich eh schon war. Ja, eben. Und hier komme ich noch nicht rein. Okay. Dann gehen wir halt nach da weiter. Bleib halt da, dann könnte ich dich auch einsammeln. Ja, hallo? Ach, come on! Ach ja, ich kann erzielen. Das habe ich bei dem einen Wasserboss überhaupt nicht bedacht, dass ich erzielen kann, ne? Das habe ich vollkommen dämlich gelöst. Sag mal, in was hat der sich jetzt eigentlich verwandelt? Der ist viel stärker als vorher. What the heck? Jetzt komm her, Mann. Oh, hier ist kalt, da komme ich nicht rein, ne? Ah, scheiße. Ist unten auch kalt? Oh boy. Gut, wir haben effektiv nichts erreicht. Sehr gut. Ja, wir haben effektiv gerade nichts erreicht. Fantastisch. Dann gehe ich das kurz einfach ab, dass wir das wieder aufgedeckt haben. Null. Ja. Ja, ist ja gut. So, dass wir wissen, hier ist kalt. Ja, ist ja gut.
So, dann waren wir hier, sind hier durch. Ah, da ist jetzt zu, stabil. So. Das war spannend. Speichern wir das kurz. Aber der heilt mich eh nicht, ne, der Raum, nee. Dann gucken wir mal, wo wir noch so hin können. Hier können wir auf jeden Fall hin. Alter, also... Alter! Das Gebiet ist jetzt gegnertechnisch nicht das freundlichste. Sheesh! Oh, wo bist du denn? Du hast dich einfach... Die kleben sich einfach an die Tür ran. Yo, die X sind einfach extrem krass drauf, Mann. Wir brauchen ganz dringend ein neues Upgrade für unsere Waffe. Weil die kommen auch... Ich muss die schnell einsammeln, sonst kommen die ja immer wieder. Mit ihrem Mist. Junge. So. Kein einziger normaler Gegner mehr. Nur noch diese X-Mist-Dinger. Ach Gott, die haben hier alles infiziert. Und die sind halt auch besser als... Die sind in jeder Form besser als ihre Vorgänger. Na, der checkt einfach komplett, wo ich bin. Okay, er checkt's nicht. Ja, ist klar, ich wollte nur kurz rein, dass es auf der Karte vermerkt ist, dass da ein blaues Gebiet ist. Alter, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Ah, hier ist das nächste Emmy-Gebiet. Ja, komm, auf geht's. Das war blöd, ich darf da nicht schießen. Aber auch dieses Emmy-Gebiet hat wieder 3 Millionen Ein- und Ausgänge, bis wir da, oh mein Gott, bis wir da oben sind. Das dauert ja 3 Jahre. Oh je, auf geht's. Wir wissen aber noch gar nicht, was dieser Emmy kann, ne? Oder haben wir das schon gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Aber vielleicht lernen wir es gleich. Oh shit. Und der hat eine verdammt lange Reichweite. Was bist du? Oh, ist das vielleicht... Hat der einen Gravity Suit oder so? Der könnte den Gravity Suit haben für Wasserkram. Der könnte den Gravity Suit haben. Hm. Das würde passen. Weil wenn der sich unter Wasser normal bewegen kann, das würde halt echt leider passen. Scheißdreck. Ja, und der kann sich ja bestimmt ganz normal bewegen und ich überhaupt nicht. Oh my goodness. Oh shit. Shit. Ich dachte, ich kann noch mal ausweichen. Ach, verdammt. Oh je, das wird unangenehm. Nein! Lass mich in Ruhe. Ah, Mann, Alter, nee. Und im Wasser vor dem Viech abhauen wird ja eine Katastrophe. Und ich kann noch, ich krieg das Timing auch nicht mehr hin. Ach, Kacke. Oh, shit. Oh, shit. Nein, jetzt bin ich schon wieder da. Boah, ich kacke jetzt essen. Das darf nicht wahr sein. Ich bin gar nicht da.
Come on. Nein! Oh, okay, ich dachte, der hat mich. Aber er hatte mich gar nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier oben geht's wieder raus. Hier oben geht's wieder raus. Nein, wie denn? Wie konnte der durch die Wand? Was? Du willst mich doch komplett verarschen. So, tschüss. Drecksvieh, Alter. Widerliches Mistding. Oh mein Gott, das wird ja eine furchtbare Geschichte mit dem. So. Hier komme ich scheinbar nicht hoch. Ah, wait a moment. Ja, doch komme ich. Ah, ich treff so nicht. Junge! Oh, hier geht's direkt wieder in das Emmy-Gebiet rein. Da will ich erstmal nicht hin. So, wir gucken erstmal, was hier kommt. Okay. Gut zum Aufladen. Guter Raum zum Aufladen. Hier kommen wir leider noch nicht durch. So, aber hier können wir weiter. Oh, da unten ist so ein Ding. Ah ja, Speicherpunkt. Richtig und wichtig. So. Ah, hier ist einfach Schluss. Ja, dann müssen wir wohl ins Emmy-Gebiet zurück. Ja, einen anderen Weg haben wir nicht. Alter, diese Dinger, die die Tür einfach blockieren, ne? Sowas Widerliches. Allein die Vorstellung, wie sich dieses schleimige Ding über die Tür bewegt und sich so denkt, Edge, Badge, du kommst hier nicht mehr durch. Alter, die X sind so dreckige Mistviecher. Was ist da drin? Ich will das haben. Aber wir können das mal hier unten gucken noch. Da hätten wir auch noch einen... Aua! Hätten wir auch noch einen Weg vielleicht? Ja. Oh, die Karte. Sehr gut. Die nehme ich doch gerne mit. Die nehme ich doch gerne mit. Ah ja, da ist aber dann gar nicht so viel außenrum. Na, da ist dann gar nicht so viel außenrum um der... gar nicht so viel außenrum um das Emmy-Gebiet. Das geht dann sogar fast nur durchs Emmy-Gebiet hier die ganze Zeit. Ja, moin. Okay. Na dann, freuen wir uns auf das Emmy-Gebiet weiterhin. So geht's schneller. So. Der kann mich doch... Wie kann der mich denn durch die Wand? Ist das auch eine Fee? Yo, was macht der denn? Der hat nicht eine Gravity Suit, der hat irgendwas anderes. Der hat irgendwas ganz was anderes. Holy shit, was kann der denn? Das ist eine ganz andere Fähigkeit, die der beherrscht. Das hat mit Gravity Suit überhaupt nichts zu tun. Oh mein Gott.
Wait, hat er mich schon wieder durch die Wand erwischt? Wir verarschen hier. Nein! Oh mein Gott. Ich kann halt nicht, das ist das Problem. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach! Ach, come on. Es wird mein Vergnügen sein, dich blödes Mistvieh in deine Jagdrunde zu schicken. Alter! Aber wenn der durch die Wand anvisieren kann, das konnten die anderen noch nicht, oder? Oh, hier geht's raus! Stabil. Oh, da ist allerdings jetzt auch nicht so viel. Aber es ist wahrscheinlich ein Zwischenspeicherpunkt dann. Weil wir ja immer vor dem Viech speichern. Also das passt schon. Ja, mehr ist hier leider nicht. Aber macht ja nichts. So, nach Möglichkeit gar nicht erst... Ach ja, ich muss ja da runter. Scheiße. Ja, ich weiß den Weg wieder. Nein, du siehst mich nicht. Wie kann der denn durch die ganze... Scheiße, da... Oh, come on! Nee, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Da will ich gar nicht hin. Was schießt der denn für eine Kacke? Ach. Aber dann ist das, was er schießt, wahrscheinlich die Fähigkeit. Irgendein neuer Beam oder so. Ah, leck mich doch am Arsch. Vielleicht kann ich damit diese grünen Türen dann aufmachen. Die mit den 5 Punkten. Könnte sein, weil die scheinen schon hier sehr große Relevanz zu haben, diese 5 Türen. Vierte Asset, ne? Aber jetzt habe ich gesehen, hier ist ja dann... Ah, ne, das geht nur von der einen Seite. Ich hab's... Ah, scheiße. Jo, was ist das? Irgendein Blitzlaser-Mistding. Gehen wir doch nicht auf den Sack. Ah, verpiss dich! Ach, Kamon. Kann man unter was überhaupt sich gegen den verteidigen? Oder ist da das Timing nochmal ganz anders? Ich gehe immer da hoch, ich will da gar nicht hin. Sheesh. What? How? Ich war doch Dings. Oder war ich nicht Dings? Ich war doch Dings. Abflug! Du kannst mich mal. Oh mein Gott, ja, wir sind raus. Wie weit sind wir denn? Oh, wir sind schon richtig weit. Yo. Das war echt schon weit, ne? Sick. Sick, das war halt echt schon weit sogar. Mach dich weg. Dann ist es vielleicht gar nicht so weit bis zu der nächsten Spezialzentraleinheit. So, nächster Speicherpunkt. Junge, 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 Junge. Hey, da war... Ach, das ist von der Seite offen. Da waren wir zwar schon, aber das konnte von, ging vorhin noch nicht. Aha. Okay, wir gucken mal, ob ich hier hinkomme, weil da ist die Map zu Ende. Ob man da vielleicht schon was holen kann. Irgendwas Cooles.
Oh shit, da komme ich nicht mehr hoch jetzt, oder was? Na, hier komme ich auf jeden Fall rein. Aha. Da ist ein Bosskampf! Was? Scheiße. Hier ist einfach ein scheiß Bosskampf. Oh, fuck my life. Oh, aber nicht mal mit Sequenz, einfach so. Hallo? Jetzt habe ich ihn getroffen. Aber ich treffe ihn immer nur, wenn sein Elektroschild weg ist, oder was? Aua! Okay, verstanden. Aua. Also ist es hauptsächlich Ausweichen, dieser Kampf. Aua! Ja, geil. Das wird ja spaßig. Ach du Scheiße. Okay, aber er hat keine Sequenz bekommen, dieser Boss. Na gut, gucken wir mal. Also viel Ausweichen. Okay, ich kann ihm gleich am Anfang zwei Hits machen. Na, jetzt nicht, jetzt gerade nicht. Die Frage ist, ob man hier irgendwie Energie bekommt oder ob man wirklich mit der Energie, die man hat, klarkommt. Ah, scheiße. Klarkommen, oh mein Gott. Klarkommen muss. Okay. Immer wenn er den macht, dann kann ich sozusagen draufgehen. Aua. Ja, oh mein Gott. Ich muss mal gucken, was ich davon abschießen kann. Vielleicht kann ich manche Dinge davon abschießen und da Energie rausholen. Das ist immer ja wichtig, dass man sich bei Bossen irgendwie regenerieren kann. Die Kugeln kann ich scheinbar nicht abschießen. Vielleicht die kleinen Dinger. Ich will nur mal da runter gucken, weil da hört die Map auf. Berühmte letzte Worte. Ach, geh doch heim. Okay, das muss ich lernen. Nee, ich kann hier nichts abschießen. Ich glaube, ich kriege hier keine Energie von dem Kampf. Aber gut, dann müssen wir halt einfach lernen, auszuweichen. Ich meine, so krasse Muster hat er jetzt nicht, ne? Wenn man den mal ein bisschen gelernt hat, geht er schon fit. Die Attacke, da muss ich checken. Wann er die macht? Ja, okay. Ich denke, der geht schon fit. Ich glaube, da muss man... Also, so viele krasse Muster hat er jetzt nicht. Wenn man die halt am Anfang nicht kennt, fühlt man sich ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, der geht klar. Die Frage ist halt, was macht mehr Schaden? Das weiß ich mir nicht. Meine Raketen? Oder der Ding? Ich glaube, Raketen, weil ich mit denen halt öfter treffen kann. Ach, leck! Weil den Ding kann ich halt nur einmal aufladen und das war's dann. Und die Raketen kann ich halt sofort schießen. Ich glaube, die sind besser. Nein. Nein. Okay. Ach, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. 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 Ich mache hier richtig Mist gerade. Ja, fuck.
Okay, ich weiß halt nicht, wie viel er aushält. Ah, die einzelnen Phasen sind eigentlich machbar. Zumindest gefühlsmäßig, sage ich mal. Nein. Ich muss halt Treffer verhindern. Das ist es wichtig. Das ist das Wichtigste. Alter! Nein, jetzt! Ah, ich gehe da mal, ich mache immer zwei Schüsse zu viel und dann bereue ich es leider. Scheiße. Mist. Nein, das am Boden. Weg. Ja, das hätte ich jetzt öfter treffen können, das Ding. Oh mein Gott, was ist passiert? Energie! Jo, das ist einfach ein riesiges X jetzt, oder was? Was ich auseinandernehme, so auf die Art und Weise. Ich habe nur Angst, dass die zu Gegnern werden, wenn ich sie nicht rechtzeitig einsammle. War's das? Ja, gib mir das. Yeah. Oh mein Gott. Yes. Und jetzt bekommt man auch wieder über die Gegnerfähigkeiten. Sehr geil. So war es nämlich auch in Fusion. Wenn man X absorbiert hat, bestimmt spezielle X, dass man denen ihre Fähigkeit übernommen hat. Öffnet das jetzt diese grünen Dinger? Oh ja, das öffnet die grünen Dinger, weil das sind anvis, das kann anvisieren. Das macht bestimmt diese Türen auf. Baby. Storm-Missile-Boxen. Okay, was sind Storm-Missile-Boxen? Sind es diese grünen Türen? Weil im Bild sehe ich jetzt keine. Bei den Bildern sehe ich jetzt keine. Okay, wir werden sehen. Jo, das war sick. Was kommt jetzt? Eine Sequenz? Ah, nee, okay. Jo, aber das war doch ein cooler Kampf. Also war halt wirklich, wie ich es gesagt habe. Der hat am Anfang krass gewirkt, aber der war gar nicht so schlimm. Haben wir hier. Ah, guck mal, hier haben wir gleich. Können wir gleich mal gucken. Ey, wie ging denn unsere neue Fähigkeit mit dem Dings? Was war denn das für eine Taste? Die da genau. Nice. Ich liebe den Sensor. Der Sensor ist so gut. So, gleich mal speichern. Oh mein Gott, ich hab das gar nicht. Ich wollte hier nur durchrollen. Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Energy Tank ist. Also so ein halber. Aber der hat natürlich jetzt einen ganzen. Oh lol, das war auch nur dafür. Ja, witzig. Okay, wir testen gleich mal die Missiles. Wie gehen die jetzt? Ah. Also wenn ich gedrückt halte. Ah, okay, aber das geht nicht, wenn ich nicht stillstehe, geht das nicht. Okay.
Oh, wir kommen jetzt zu dem Ding von hinten ran. Was wir vorhin gesehen haben. Da kommen wir jetzt von hinten ran. Interesting. Und da war nämlich diese grüne Tür. Na, dann müssen wir die jetzt öffnen können. Okay, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.